Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu House Flipper. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, ich habe das jetzt nicht mehr wirklich aufgenommen. Ich habe ja hier jetzt in der letzten Folge den Kies verteilt, habe dann noch ein bisschen Pampasgras reingemacht, noch ein paar andere Ziergräser, habe die Linie hier nachgezogen. Gut, das mit den Bäumen funktioniert nicht so super. Habe hier das vollends aufgefüllt. Und dachte, dass dann ab hier hinten dann wieder Rasen ist. Und da das ein schöner Weg ist, ballern wir da jetzt noch ein bisschen was an Pflanzen hin. Irgendwas was Buntes. Damit es nicht ganz so trostlos aussieht. Eigentlich passt das, glaube ich, hier recht gut, oder? Guck mal, was wir dann dazwischen reinhauen noch. Ja, und dann ja, bin ich demnächst dann durch. Dann bin ich mal gespannt, wenn ich dann mit dem Ding zu einem Wettbewerb. Also den Garten zum Wettbewerb anmelde. Irgendwas Kleines nach vorne hin. Das wird wahrscheinlich viel zu klein sein. Nö, es geht eigentlich. Ups, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so lang. Sieht jetzt halt hier hinten ein bisschen komisch aus. Außer ich ziehe das noch ein bisschen. Bisschen weiter nach hinten. So. Das sitzt also zwischen rein. Vielleicht nicht ganz so weit nach hinten, das sieht ja auch wieder komisch aus. Vor allem würden die, ja, kriegen die ja gar kein Licht, wenn die da hinten drin sind. Das ist ein bisschen arg weit auseinander. So. Ich finde auf jeden Fall, das passt nicht, also hauen wir da noch irgendwie was hin. Beim Laufen nur nicht zu weit rausfahren. Das hier noch weg. Und jetzt kommt es gleich wieder hier mit den schönen Ecken und so, also mit den Rundungen. Habe ich da überhaupt. Kann ich da überhaupt das machen? Wo ist denn das jetzt? Da hatte ich das hier. Ja gut, es geht. Gott sei Dank.
So, gut, super. Ja, hier ist jetzt halt leer. Hier, das lasse ich auf jeden Fall so. Den dann noch weg. Ist eh nicht eingepflanzt. Vielleicht einen größeren Nadelbaum. Den ganz großen hier. Einen. So. Komm, den hau ich da jetzt einfach rein. Oh, ich sehe nichts mehr. So. Ja, wenn ich da jetzt so hoch zuguckt, das sieht ja eigentlich doch gar nicht so schlecht aus. Ich habe eigentlich gedacht, dass es jetzt viel, viel schlimmer aussieht. Aber eigentlich, ja, ich würde, vielleicht würde ich den Garten nehmen. Was ist denn hier passiert? Ja, und hier habe ich jetzt gar nichts hingemacht. Toll. Aber da hau ich jetzt. Da hau ich jetzt. Noch ein paar kleinere Bäumchen hin. Da. Ein Weiß oder ein Violett. Ja gut, wir können es ja immer noch mal umändern, solange die ja nicht eingepflanzt sind. Hier ist halt so leer. Aber hier jetzt eine Bank hinsetzen, das ist ja, das sieht da ja total scheiße aus. Was könnte man noch hinmachen? Wie groß ist denn der Baum? Das ist ja ganz klein. Oder ich kaufe noch davon ein paar und setze da noch einen hin. Wir lassen das einfach so, weil, ja, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Eigentlich ist ja da eh nicht, ja, nichts eingeplant, nichts so an sich. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre vielleicht noch die Zufahrt ein bisschen anders gestalten. Also mit anderen Steinen. Na, komm schon. So.
Oder lasse ich die Zufahrt so? Was könnte man denn so draufsetzen? Die da in groß. Oder? Jetzt habe ich aber Schiss, dass das dann nachher nichts mehr wird, gell? Dass das nachher nicht mehr abschließbar ist. Also mit der Kante hier. Ganz viele. Dachte jetzt schon, das geht nicht mehr. Vorne geht's auf jeden Fall nicht mehr. Immerhin passt die Kante zumindest, auch wenn das andere sieht echt ein bisschen komisch aus, wie das dran liegt. Und dann jetzt noch hier vorne irgendwie gucken, dass ich das da noch irgendwie dazwischen rein gequetscht bekomme. Jetzt? Nee, nicht so wirklich geklappt. Und da geht jetzt auch wieder nichts, oder was? Doch. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es geht. Immerhin, es geht. Den hier anpassen. Gibt's das? So, und dann noch einen einzigen, da habe ich's. Der will nicht, oder was? Ist das? Ist das jetzt sein Ernst? Oh, das gibt's doch gar nicht. Toll. Jetzt sieht es hier so aus, weil das Spiel nämlich sagt, das geht hier nicht runter. Super. Toll. Geil. So, aber das haben wir jetzt auch gemacht und dann hauen wir hier noch ein paar Pflänzchen hoch.
so ein paar wieder so Kletterpflanzen. Das überhaupt doch geht. Na. Dann ist es nicht ganz so trostlos. Oh, jo. Gut, dann hauen wir mal hier den Dings rein. Unter was ist denn das jetzt eigentlich? Was habe ich da gemacht? Ist amerikanisch? Nicht wirklich. Ist modern auch nicht wirklich. Wobei, modern eher, oder? Wäre nicht so gut. Ausstattung ist nicht so gut und Auswahl der Pflanzen ist auch nicht so gut. Toll. Gucken wir mal, was kriegen, was wir dafür kriegen würden. Feed 110. 1000. Wie weit können wir noch hochgehen? Würden die auch so weit bezahlen? Gucken. Weil vor kurzem hatte ich das, da haben die das angenommen. Ja, gut, dann tut es mir leid, aber dann muss ich das ablehnen. Ich will mich irgendwie nicht von dem Garten trennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich da doch so viel reingesteckt. Sind doch ein paar Folgen geworden. Ja gut, vielleicht verkaufe ich ihn irgendwann mal. Ich verkaufe ihn jetzt nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.